Willkommen zu einer weiteren Folge Coral Island. Bedenkt bitte, dies hier ist ein Zusammenschnitt aus einem Livestream, das heißt, ich gehe auf den Live-Chat ein, aber es wird immer klar, was gefragt, gesagt wurde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge Coral Island. Das kann auch mal weg. Ja, gut, die Milch, egal. Okay, ab geht's. Ja, Krümel, der Captain, kommt hier wirklich weit rum. Ne, das ist zu weit. Eigentlich müsste ich hier anfangen, ja genau, weil das ist, glaube ich, auch schon zu weit. Da. Dann wird das was mit dem Gold. Ja, heute kriege ich wieder Kilometergeld. Ist das schon der neue Dude hier? Der mit dem Dings eingeführt wird? Da kommen ja auch, ich glaube, 4 neue Charaktere dazu. Hallo! 4 neue Charaktere kommen hierzu. Mit denen man dann interagieren kann. Nee, Krümel, ich bin nicht mehr im Keller. Ich bin jetzt unterm Dach. Ich bin aufgestiegen quasi. Vom Keller und das Dach. Ja, jetzt ist halt andersrum gut. Jetzt ist im Winter gut und im Sommer halt schlecht. Man kann halt nicht alles haben. Ich könnte natürlich auch mal wechseln. Permanent. Habe ich jetzt... Oh, ich dachte schon, ich habe die Sichel nicht dabei. So, diese komische Krabbe da, die habe ich schon. Das weiß ich. Das weiß ich schon. Oh Mann, wenn ich so hier anfange, dann sind die Taschen gleich voll. Dann geht das ganz schnell. Oh, der Tag ist aber schon hart angegriffen. 17 Uhr schon. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, da hat sich einer versteckt. Habe ich entdeckt. Na, ich glaube, hier brauche ich nicht rum. Oh! Das, da habe ich ja genau den richtigen Schrott weggekloppt. Ja, guck mal, mit dem kann ich nämlich reden. Also, ich verstehe zwar nicht, was er sagt, aber ich kann mit ihm reden. Ulva, das könnte irgendwie ein Charakter von Vicky sein oder so. Ulva, der Schreckliche. So, da haben wir... Na, vielleicht... Na, ich glaube, da komme ich jetzt nur rum, ne? Da war ich schon. Ich bild mir jetzt mal ein, da war ich schon. Ja, Frank, da bin ich wirklich auch gespannt, wie sich dann das ganze Gelände hier bei den... Bei dem Meervolk ändert. Also man konnte ja schon sehen, anhand des Screenshots, die gezeigt wurden, dass das Anbaugebiet, das ist halt einfach nur so eine große Fläche halt, ne, die du dann auch erstmal freimachen musst von diversen Gestrüpp. Und dann, ja, kannst du anfangen zu bauen. Die Tiergehege ist natürlich interessant, ob man sich da auch erst welche bauen muss. Oder ob die dann schon, ah, da kommt schon Osmium, das will ich gar nicht haben. Da habe ich ja ganz viel. Ich brauche Jolt. Hier wird auch schon Osmium, oder? Oh! Aber, ah, ich glaube, den habe ich schon. Aber, wo eben geleuchtet hat, da hätte ich ihn noch kriegen können. Den habe ich ihn vielleicht doch nicht, wenn ich nicht kriegen kann. Wenn ich den nicht kriegen kann, dann hat ich ihn doch noch nicht. Naja, das wird... Hallo? Nicht hauen? Das wird schon noch, wenn ich erstmal... Ah, nächster Versuch. Du weißt halt eben bei dem Ding nicht, wo ist jetzt vorne, wo ist hinten, ne? Wo ist denn jetzt? Meine Herren. Ja, bis ich da bin, ist ja... Ist der Livestream ja schon rum. Nee, dann kann ich ihn eigentlich nicht gehabt haben. Oder irgendwie mal Glück gehabt haben, also. Aber ich meine, den habe ich schon. Ah. Meine ist nicht wissen. Ja, Gold. Ich brauche noch sehr viel Gold. Weil wir müssen ja alles auf Gold bringen. Aber eigentlich möchte ich Geld sparen. Ach, Mann. So richtig Geld sparen fängt, glaube ich, erst an, wenn du alles verbessert hast, ne? Alle Sachen
Wenn du dann nichts mehr kaufen musst. Ich meine, gut, ich muss die Sachen nicht verbessern, aber ich will das hier auf maximal haben. Ich will. Ich will alles gleichzeitig. Moin, Susi. Schön, dass du da bist. So. Ein bisschen Jolt. Oh, ja, hier. Dieser Krebs sieht immer so ein bisschen aus wie ein Hühnchen irgendwie. Ich sehe da vorne einen Kopf, hinten einen Schwanz. Halt, Muschel. Ich glaube, den hatte ich auch schon. Doch, den hatte ich schon. Definitiv. So, Muscheln. Und Muscheln. Und Muscheln. Immer her damit, immer her damit. So, was habe ich jetzt? 108. Das wären dann 10. Na, 11 jetzt. Na, vielleicht habe ich noch ein bisschen was an Essenzen. An Seetang. Oh, da ist nochmal was. Ah, mal gucken. Nee. Wenn das Ding so langsam zu fangen ist. Dann, ja, dann habe ich es auch schon. Das war zu einfach. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da. So. So, ein wenig Jolt. Hä, bin ich gerade über den Müll geschwommen? Hä? Okay, das ist aber nur hier. Okay, das ist krass. Ich wollte sagen, kann ich jetzt über den Müll rüberschwimmen, jetzt wo ich ein Meerjungmann bin? Aber nee, das muss wohl irgendwie ein bisschen buggy sein. Weg damit. So. So, 134. Das wären dann 13. 14. Ich glaube, den habe ich. Aber sicher ist sicher. Ich komme nicht hinterher, Junge. Bleib doch mal stehen. Oh Mann, ich müsste einfach schneller werden. Dü. Das ist doch... Giraffenseepferdchen, ich glaube ja. Das Giraffenseepferdchen, warte mal. Ja, ja. Habe ich schon gespendet. Naja, gut. Erstmal langs. Erstmal hier den Anker rufen. Ja, möchte ich. Ich möchte mit dem Tauchen aufhören. Beenden wir das Tauchen. Dieses sinnlose Tauchen. Nee, ist es nicht. Oh, was jetzt? Okay. Wie treffen wir jetzt? Treffe ich jetzt Alice? Oh, ich treffe Alice. Romantisch. Hoffentlich versaue ich es nicht. Hey, schön, dich hier so spät noch zu sehen. Ebenfalls, was machst du denn ganz alleine hier draußen? Ich sehe dich hier oft ganz alleine. Wartest du auf jemanden? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, was machst du denn ganz allein hier draußen? Ich will meinen Kopf frei bekommen. Bleib doch noch ein bisschen, okay? Wir können auch plaudern oder so. Jo, oh, mach ich doch gerne. Möchtest du noch einen Tee? Es ist gar nicht so übel, hier allein zu sitzen, weißt du? Ja, aber zu zweit ist doch viel besser. Ich mag oberflächliche Unterhaltung nicht besonders. Ich rede lieber über Dinge, die mich wirklich interessieren. Und es ist schön, einfach hier zu sitzen und über... diese Dinge nachzudenken. Bevor du gekommen bist, habe ich über frühere Leben nachgedacht. Auf was? Denkst du manchmal über frühere Leben nach, Casual? Natürlich. Mir ist schon klar, dass es keine Beweise dafür gibt. Aber mach kurz bei meinem Gedankenspiel mit. Was glaubst du, wer du in deinem früheren Leben warst? Wahrscheinlich nur ein Farmer. Wie immer. Ich verspüre immer einen Sehnsucht nach Gartenarbeit. Oder Landwirtschaft, sowas in der Art. Ein Fisch, glaube ich. Ich konnte schon immer gut schwimmen und fühle mich mit dem Ozean verbunden. Nein.
Was glaubst du, wer du in deinem früheren Leben warst? Nein! Da bist du nur ein Ausrufezeichen. Nein! Glaube ich nicht. Ja, ein Farmer. Ein Fisch? Nein. Ein Farmer. Das ist toll. Manchmal wird es wirklich im nächsten... Was? Manchmal wird es wirklich ins nächste Leben übernommen. Jedenfalls glaube ich das gerne. Moin, Krümel. Schön, dass du da bist. Also, Krümel 2. Krümel in grün. Krümel grün und Krümel rot. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir macht es Spaß, manchmal über etwas Ungeheuerliches nachzudenken. Ich weiß auch nicht. Der Versuch, den Sinn der Welt zu erfassen, schätze ich... Ja, den schätze ich auch. Ich muss mal kurz was gucken. Ah. Große Milch verwenden? Nein. Das war's jetzt? Was macht er denn da? Alter, was machst du da, Junge? Okay. Er macht das schon. Okay. Ja, die Konversation. Hatte ich die jetzt abgehackt? Nee, ich musste nämlich ganz schnell mal was gucken. Dass auch alles funktioniert hier. Warte mal. So, jetzt. Ob das jetzt irgendwie bedeutend war, diese Zusammenkunft? Mal sehen. Vielleicht hat sie unsere Beziehung ja verbessert. Was? Ich weiß gar nicht, warum bin ich eigentlich tauchen gegangen? Ich bin total verwirrt. Dieses Treffen hat mich... Also die ganzen Fische können weg. Oder Quallen. Ja, die können weg. Und, ja. Gut, die Muscheln behalte ich ja. Da mache ich bald mal was draus, wenn ich da wieder Platz geschaffen habe. Platz in wie nenne ich das denn mal? Anbaudingsbumster. Wie sieht es eigentlich hier drin aus? Gibt es ja irgendwas? Ist ja irgendwas gewachsen? Nee. Nee. Noch nichts ready. Okay, gut. Ich würde sagen, gehen wir mal ins Bettchen. Ja. Ab in die Haie. Ja, Herr Fluff, wir gehen ins Bett. Mit dieser komischen, was auch immer, Milchkanne, glaube ich. 9000. Ist okay. Ist gar nicht schlecht. Dann sind wir jetzt bei 37.000 irgendwas. Ach Quatsch, 27.000. 28.000. Okay, ich hatte irgendwie... Erstmal Herr Fluff streicheln. Irgendwie hatte ich da irgendwie eine andere Zahl gelesen. Okay, dann nicht. Schade. Fehlt doch noch ein bisschen mehr. Oh, wir haben Post. Jetzt laufe ich hier mit der Milch rum, das sieht aus. Ich habe ein bisschen was extra gemacht. Alice. Hä? Den grünen Smoothie, den werde ich ja gleich wieder zurückschenken. Das mache ich. Solche Geschenke eignen sich zum Weiterverschenken. So, was ist hier jetzt? Wollen wir fertig oder was? Wie lange brauchen das Zeug zum Wachsen? Das ist ja furchtbar. So, bop, bop. Oh Mann. So, das da rein und ja, das kann hier mal rein. Und Schrott machen. Schön Schrott machen. Das macht der Captain gerne. Schön Schrott. Gut. Oh, hier, Mehl. Nehmen wir das und dann nehmen wir das. Zack. Gut. Ist da noch irgendwas fertig? Nö. Ist das hier ready? Nö, ist es nicht. Ist es nicht, ist es nicht. Jetzt glaube ich, haben wir schön im Kreis gelaufen. Dann gehen wir mal in das Häuschen noch rein. Ach, Dakini. Ach so, okay. Das habe ich nämlich überlegt, vorhin, wo ich es verkauft habe, ob man die Knochen dafür auch nehmen kann. Also ich habe ja manche Sachen verbessert, aber mit Relikten und so ein Quatsch. Aber ich wusste jetzt gar nicht, dass die Knochen dafür auch taugen. Na gut.
So. Nehmen wir mal Gürkchen. Da habe ich so viele von. Aber ich glaube langsam, wenn ich jetzt noch mehr habe, dann wird das hier drin langsam knapp. Dann muss ich doch mehr anbauen. Also es ist eigentlich schon zu viel, glaube ich, was ich jetzt hier an Gläsern habe. Ja, mal gucken. Ja, da will ich ja nicht auffüllen. Da warte ich ja, bis es fertig ist. Hier ist was drinne. Na, ich muss es so erstmal melken jetzt. Erstmal ein bisschen melken. Ein bisschen Haare schneiden. Hätte ich bald gesagt, Wolle schneiden. Ja, schön, dass ich die Gurken mitgeschleppt habe. Das war ja wieder ein richtig guter Plan. Naja, gut. Ja, streicheln muss es noch, aber dem müsste es jetzt besser gehen. Dadurch, dass jetzt hier klimatisiert das Ganze. Weil ich brauche halt, also die brauchen halt noch den automatischen Futterspender. Für den Winter auf jeden Fall nachher. Und, ja, die Streichelmaschine wäre noch gut. Wie geht's allen? Alle sind fröhlich. Ja, und die sind halt eben noch nicht sehr weit mit den Herzen, weil denen gefiel das nicht so, dass es hier so warm drin war. Verstehe ich gar nicht. So, habe ich die Milchkanne. Habe ich dabei. Ist ja ein Ding. So, einmal Strip, Strap, Strull hier. Alles wegnehmen. Zack, zack, zack. Ja, die Else gibt schon wieder an mit ihrem, mit ihren Federn. Gut, mal gucken. Was haben wir denn hier an Eiers? Zwei Stück. Ne, drei Stück. Vier Stück. Okay, ich war einen Tag nicht hier drin. Vier Stück Eier. Vier Stück Eier ist auch gut. Vier Stück Eier. Ich hätte gern vier Stück Eier. Geschnitten oder am Stück? Vier Stück Eier von der feinen Groben. Hä? So. Ja, dann können wir hier mal Milch reinmachen. Können wir nicht. Da können wir Milch reinmachen. Was habe ich denn noch für Milch? Ja, die geht da rein. Sehr schön. Eiers. Eier, Eier. Papaya, da kommt er mal hier rein. Ja, so. Und das Gras war fertig geworden. Hm. Warum muss das passieren, wenn ich hier drin bin? So. Okay, jetzt aber. Ach, der liebe Honig. Der liebe Honig. Apropos lieber Honig, haben wir jetzt noch die Möglichkeit. Nee, es fehlt einfach Glas. Wir brauchen schon ganz schön Glas, die Dinger, ne? So 12 Glas für so ein olles Einmachdings hier. Klar, ich könnte auch mehr von den Öfen machen, aber da bräuchte ich jetzt wieder Bronze. Nee, jetzt will ich nicht holen. Das mache ich nicht. So. Zack, gleich den nächsten rein. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ja, nur drei. Nur drei. Von den Gold-Essenz-Flaschen nur drei. Ich brauche hier mindestens, ich denke mal, das einfachste 5, 6. Huch. Dann geht es ja erst los. Ja, genau. Zack. Zu den Schmieden könnte ich mal. Da könnte ich die Kisten mal öffnen lassen. Das wäre mal eine Maßnahme. Ah, die Grünsmus hier, den werde ich wohl verkaufen. Das kann weg. Ja, die anderen, das schleppe ich jetzt auch schon ewig mit mir rum. Dann lass doch mal schauen, dass wir Alice finden. Damit ich hier gleich mal wieder ein Geschenk, damit ich hier gleich ihren, grünen Smoothie wieder zurückschenken kann. Oh, 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 was passiert was? Ah, nicht die richtigen Charaktere.
Okay. Wer ist denn das da eigentlich, die mit den schwarzen Haaren? Hä? Hä? Was ist denn da los? Okay. Wer ist das? Hä? Wer ist die Person? Wer ist diese Person? Die holt jetzt alle ab. Okay, gefällt ihm gar nicht. Nur ruhig bleiben, bleib ruhig. Ist das Karen? Nee, das ist die Karen nicht. Die hat doch nicht so lange... Die nimmt ihn erstmal schön an der Hand. Was ist denn da jetzt los? Bürgermeisterwahl? Vorgezogen? Oh, was... Ja, auf jeden Fall, ja. Ich danke euch allen dafür, dass ihr hier seid. Genau, die sind auch alle freiwillig mitgekommen. Wo stehe ich eigentlich? Ist da auch jemand mit einem quietschbunten gelben Hemd? Ich bin da gar nicht bei. Aber irgendwie doch. Übersehe ich mich gerade? Nö. Liebe Stadtbewohner, hiermit kündige ich meine Absichten an, als Bürgermeisterin für Starletown zu kandidieren. Das finden die bestimmt alle richtig gut. Ich glaube, die wählen nicht alle. Die Gemeindeordnung 7712 sieht vor, dass ein Herausforderer mit ausreichend Unterschriften eine Wiederwahl des Bürgermeisters einfordern kann. Wo hat die denn die Unterschriften her? Und ja, Herr Bürgermeister, ich habe das Dokument gleich hier. Wo hat die denn die Unterschriften her? Ich werde jedes Haus besuchen, euer Vertrauen gewinnen. Achso, hat sie noch nicht, okay. Und beweisen, dass sie die perfekte Kandidatin für dieses Amt bin. Mit mir als Bürgermeisterin wird diese Stadt noch nie dagewesenen Wachstum und Wohlstand erleben, ja. Aber ich glaube, den will keiner, den Wachstum und Wohlstand. Wer ist denn das da links eigentlich, die in dem gelben Kleid? Die kenne ich gar nicht. So, Mitte links irgendwie. Wer ist denn das? Hä? Es ist Zeit, Starletown wieder seinen Glanz zu verleihen. Ich erkenne die gar nicht. Hm. Wenn die Einfallspinsel einmal sehen, was ich ihnen anzubieten habe. Bürgermeisterin Karen. Die Sache ist eigentlich schon geritzt. Nee, das glaube ich nicht, Mädel. Das kannst du vergessen. Hier ist ja auch nichts geritzt. So, aber jetzt wollt ihr mal ein Smoothie loswerden. Hallo. Ja. Wow, Casual, danke. Hat dir meine Schwester gesagt, dass mir das gefällt? Nein. Wir haben gedacht, in der Ankündigung ging es darum, dass Kugelfisch die Insel verlassen will. Und jetzt stellt sich heraus, dass es etwas noch Verrückteres ist als eine UFO-Landung. Ah, so ist es manchmal. Was hatte ich eigentlich gerade vor? Ach ja, ich wollte den Smoothie geben, das habe ich ja gemacht. Okay. Oh, kann ich ans Bett, hab mein Soll für heute erfüllt. Nein, Quatsch. Die werde ich nicht wirklich mögen, Dakini, da hast du recht. Das definitiv nicht. Ich könnte die blöden Gurken mal loswerden hier, die schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Ja, gehe ich halt mal hier rum. Das kann man auch machen. Gückchen. So, ist das nicht wirklich fertig? Das, irgendwie sieht das so fertig aus. Ich weiß auch nicht. Ja, einfach mal reinhauen in den Busch hier. Was soll schon passieren? Einmal hat man immer frei. Beim nächsten Mal, glaube ich, handelt er das mit. So. Halt. Gleich ein bisschen Glas machen. Hm? Kann man auch machen. Schön vorbei. Schön vorbei laufen. Ja, das ist die Frage. So richtig komme ich nicht zu Geld. Ich könnte jetzt ein bisschen angeln, aber das bringt ja auch nicht viel. Ja, der blöde Honig. Ich guck mal nochmal nach dem Honig. Vielleicht ist ja was fertig. Dass ich das endlich mal umstellen kann, das ganze Gelumpe da. Ich finde das, ganz ehrlich, das dauert viel zu lange. Und ich finde es doof, dass man es nicht wegbauen kann. Wenn ich sage, ich will das weghaben, dann will ich es weghaben. Mann, aber dafür ist das Fermentierungsding gleich weg. Fertig da. Das Alterungsfass. Ich setze mich erstmal das Alterungsfass rein. Nein, das tue ich garantiert nicht.
Gut. Achso, ich wollte es ja nicht schmieden. Das ist überhaupt mal auch eine Idee. Ich wollte die ganzen Kisten mal öffnen. Ob ich da irgendwelche Barren hätte. Nee, ich möchte. Nein, ich möchte jetzt kein Geld ausgeben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Dahin, ja. Ich will jetzt endlich diese Hauserweiterung haben. Ich will, ich will, ich will. Oh, hallo Käfer. Nein! Der gute alte Violinkäfer hat es nicht geschafft, wegzukommen. So, haben wir den schon? Natürlich habe ich den schon. Sieht ein bisschen aus wie eine Zecke, das Vieh. Okay, na gut. So, einmal hier, nein. Oh. Ah. Was kann ich heute für dich tun, Frau Kugelfisch? Carol ist schon in Ordnung, Herr Sanchez. Ich bin hier, um meine Kandidatur für die bevorstehende Bürgermeisterwahl zu verkünden. Bürgermeisterwahl? So etwas haben wir? Ich dachte, Bürgermeister Connor ist der Bürgermeister. Das ist er im Moment. Aber wohl, weil er nie gegen jemanden kandidieren musste. Stimmt, stimmt. Da hatten wir doch diese Satzung vor ein paar Jahren, bei der wir sagten, dass Bürgermeister Connor weiterhin Bürgermeister ist. Du willst also Bürgermeisterin von dieser Kleinstadt sein? Warum? Ich sehe das Potenzial dieser Stadt. Wie dich zum Beispiel. Du und dein Bruder, ihr beide seid äußerst begabte Schmiede. Aber ich komme nicht umhin festzustellen, dass all eure Werkzeuge abgenutzt sind. Es gibt Maschinen da draußen, die eure Produktionszeit erheblich verkürzen würden. Dann habt ihr mehr Freude daran, das Leben in der Kleinstadt zu genießen. Ich kann da was machen und noch mehr. Wenn ihr für mich als Bürgermeisterin von Starlet Town stimmt. Warum lest ihr nicht meine Broschüre? Ich bin mir sicher, die wird euch interessieren. Ich freue mich auf eure Stimmen bei den kommenden Wahlen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, mir brauchst du nichts geben, das kannst du gleich vergessen. Nun ja, Hallöchen, Farmer. Keine Sorge, ich rede bald mit dir. Ich will auch deine Stimme. Nein, nein, das willst du nicht. Was liest du? Frau Kugelfisch möchte Bürgermeisterin werden. Das ist ihre Broschüre. Aber Bürgermeister Connor ist Bürgermeister. Ja, deswegen heißt sie auch Bürgermeister. Das sage ich doch. Ist dir klar, worum es bei all dem geht, Casual? Nein, der Casual hat natürlich keine Ahnung. Was? Nun ja, kümmern wir uns später darum. Wie kann ich dir helfen, Casual? Richtig, ich wollte gerne ein paar Kisten geöffnet haben. So. Genau. Okay, naja, gut. Die Dinger, haben wir die schon gespendet? Nö. Das ist natürlich gut. Ja, dann gleich mal ab dafür. Ach so, warte mal, ich könnte ja mal gucken. Obwohl ich es ja nicht machen will. Ah, Silberbahn. Komm, komm. Nee, 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 nee. Wir sammeln jetzt. Ich will jetzt 40.000 zusammenkriegen. Alles andere habe ich ja schon. Ich brauche nur die 40.000. Nur noch. Okay. Dann ab nach Hause. Ach nee, Quatsch. Zum Museum. Da war ja was. Hab doch gerade was bekommen zum Spenden. So, machen wir schön den Spenderino hier. Gegenstand spenden. Ups. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Gegenstände man maximal spenden kann. Das wäre wirklich mal sehr interessant. Wenn das jemand von euch weiß, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wo das Maximum ist. Gut, dann nach Hause jetzt. Ich glaube, ich angel jetzt eine Runde. Bisschen angeln. Wir haben noch gar nicht geangelt. Irgendwie fehlt das ein bisschen. So. Holen wir mal die Angel. Ja. Wo habe ich die Köder? Die habe ich hier. Der Käfer nochmal kurz gucken. Ja, der kann weg. Okay. Ja, das Ding behalte ich erstmal.
erstmal die ganzen Sachen verteilen und dann gehen wir mal schöne Runde angeln. Zack, zack. Was machen die Fische? Vermehren sie nicht so richtig. Oh, aber die. Einfach mal dran schütteln, passiert nichts. So, habe ich noch Schrott dabei? Ja. Na, dann füllen wir gleich mal wieder auf. Damit die Dinger auch immer schön am Arbeiten sind hier. Volle Kanone. Ab, 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 ab. Dit weg. Schön. Dakini, du meinst, man kann das sehen unter Belohnung beim Spenden? Können wir mal kurz gucken. Aber erstmal muss ich ein paar Sachen wegkriegen hier. Na gut, das behalte ich mal. Das brauche ich jetzt hier permanent. Die Muscheln. Ja, die auch hier rein. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Knochen hin soll. Doch. Okay. Gibt es eigentlich noch ach, den Köder hier noch, ne? Ja, mittlerer Fischköder. Algen. Beliebiges Insekt. Moment, das können wir, das ist kein Problem. Die holen wir uns eben, die beliebigen Insekten. Da haben wir schon mal den. Ja moin, da könnte ich eins fangen, aber nö. Ich habe ja meine Fallen. So. Ja. Immerhin 30 Stück. So, ab ans Meer würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wir angeln im Meer. Erstmal. Habe ich meine Angel mit? Ja. So. Wie war denn das eigentlich nochmal mit dem? Warte mal, muss ich das anlegen? Das war, glaube ich, so. Wo ist meine? Da. Ja. Ja, okay. Okay. Nee. Machen wir hier. Zack. Den müsste ich ja die nächstbessere Angel ja bis 6 ausschmeißen können. Das ist schon irre. Oh, da kommt er. Da kommt er. Mein Flugblatt. Ui! Das ist aber was ganz Wildes hier. Das ist was ganz Wildes. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir da? Oh, ein Papageienfisch. Habe ich, glaube ich, schon. Ja. Hada. Naja, dann kann er weg. Den kann er weg. Mach Feinhaps. Mach Feinhaps, Fisch. Es passiert ja auch nichts. Ja, den habe ich selber zu Hause im Teich. Toll, ein Barracuda. Den habe ich mir schon immer mal gewünscht. Okay, so, was gibt's denn noch? Na, ja, ist nicht ganz so wild. Ein Homer. Aber den habe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Vielleicht gehe ich gleich mal Waldgebiet. Da könnte ich auch mal angeln. Das wäre auch mal nicht schlecht. Nee, in der Mine war ich ehrlich gesagt noch nie angeln. Das wäre mal eine Idee. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal? Naja, auf jeden Fall nicht intensiv. Ist die Frage, auf welcher Ebene, ne? Müssen wir mal gucken. Das könnten wir gleich mal machen, ja. Ja, danke für den Hinweis, Krümel.
Rotfeuerfisch müsste ich auch schon haben. Jo, krass. Sogar schon an beiden Stellen gespendet. Ja, guck mal, der ist auch ein bisschen am Angeln. Das machen wir mal. Das habe ich so. Ich weiß nicht, ob er. Ob der jetzt irgendwas anderes beißt? Wir schauen mal. Auf 20 und 40 ist das so. Ja, dann nehmen wir natürlich 40. Oh, hier kann ich. Aber ja, wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, nicht auf jeder Dings. Ich angel hier. Zack. Schön Sandangeln. Okay, ja, möchte ich gerne mal gucken. Geht wahrscheinlich nur um Wasserdings vielleicht, ne? Ja, oder? Na, könnte sein. Oh, doch. Na, da kannst du aber nicht weit auswerfen. Außer. Doch. Klar. Na, mal sehen, was hier beißt. Ah, da kommt schon einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Lecker, lecker. Fällt dir mal was. Okay, das ist ein Flugblatt. Oder Müll. Ja. Ja, mal gucken, ob das ein Fisch wird. Bisschen fishy? Ja, das ist ein Fischi. Ein Pink Snapper. Ein Red Snapper. Hatte ich schon mal einen Pink Snapper? Oh! Da hätte ich gerne noch einen von. Das ist natürlich eine gute Sache. Ja, das war ein guter Tipp, hier mal zu angeln. Das kann nicht schaden, wa? Fein Angel, Angel machen. Das nicht. Ja, gerne noch so ein Pink Snapper. Was steht denn da rechts? Wind 20? Was ist da denn? Okay. Ja, Wind 20. Das denn für ein Buff? Wind 20. Und ein Symbol, das ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht zuordnen. I don't know.